Und los kann's gehen. Weihnachten im Oktober, der 24. Ich sehe gerade, ich bin gar nicht im WLAN, ich habe aber LTE. Checken wir mal die Lage, ob das so geht. Ansonsten gehe ich raus und wieder rein. Sieht aber ganz gut aus. Eigentlich. Ansonsten sagt Bescheid, denn ich habe euch natürlich viel zu zeigen. Kurze Rückfrage an Lars, was meinst du denn? Soll ich lieber noch ins WLAN gehen? Ich habe aber Ja, sieht LTE. gut aus von Ja? mir. Ja. Sieht gut aus. Es gibt einen Gegencheck von unserem Lars aus der Regie. Also, wir gehen einfach mal durch unsere Neuheiten und durch unseren schönen Weihnachtstag. Viel gibt es zu erzählen, viel gibt es zu zeigen. Ich habe die Hütte ganz in traditionell rot-gold gekleidet und fühle mich auch schon richtig heimelig hier. Ich hoffe, ihr auch und grüße die liebe Sabine und die Stefanie. Chris, hallo, Kerstin, Bianca. Also heute Morgen um 11 wird es ja einmal eine Weihnachtssendung geben, einen Livestream mit unseren Neuheiten zum Weihnachtsevent mit allen Weihnachtsangeboten, die ich euch zeigen kann. Heute Abend 19 Uhr nochmal das große Highlight, weil abends am 24. ist ja Heiligabend, ne? Jetzt im Oktober, 2 Monate vor Weihnachten. Das heißt, wir haben heute Abend noch die Ziehung von unserem Gewinner aus allen Bestellungen des letzten Monats. Lars sagt auch guten Morgen. La B ist Lars Weber, damit du Bescheid wisst. So, Erika, Hallöchen, Sonja, Angela. Grüßt euch, hallo, liebe Bianca. Also heute Abend, 19 Uhr, die ganz große Verlosung. Ein paar tolle, besondere Sachen habe ich mir für heute Abend auch noch überlegt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal heute Abend dabei zu sein. Da haben wir sicherlich auch etwas mehr Besucher. Montagmorgen ist ja schon sicherlich nicht die allerbeste Weihnachtszeit, wobei ich sehe, dass schon ganz viele Dekohasen dabei sind. Gabi, grüß dich, Ilone, Irene. Das ist aber schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Manche, ich weiß ja, gehen tatsächlich einmal auch im Büro zur Seite oder auf Toilette und gucken mal schnell rein. Ist total süß von euch, also an der Stelle. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Heute Abend 19 Uhr auf jeden Fall ganz ausführlich. Hallo Andrea, Vivi ist auch da, guckt mal, Mandy. Ja, die Weihnachtsmannmütze, die muss ja, ne? Es muss doch sein. Finde ich auch ganz gut. Ich habe schon mal eines der tollen Windlichter, und das ist das kleinere von den beiden großen, in der Hand mit einem XXL-Duft-Teelicht. Also, das sieht man aber von unten ganz gut. In dem Fall Vanille. Also, da auch eigentlich eine schöne Idee, genau dieses XXL-Duft-Teelicht zu nehmen, egal in welcher Geschmacksrichtung. Vanille ist natürlich eine schöne Idee, weil das genau mit der Flamme durch die Aussparung der Tanne durchschaut. Finde ich extrem schön. Ich habe ein paar Dekosteine unten reingegeben. Auch ihr seht das hier gerade in Gold. Kann man auch in Silber machen, je nachdem, ob man Rot-Gold oder Rot-Silber dekorieren möchte. Da auch mal die Frage an euch: Was findet ihr denn schöner? Es gibt ja traditionell tatsächlich Rot-Silber und Rot-Gold. Ihr wisst ja, ich bin der Goldtyp. Aber auch für Rot-Silber habe ich natürlich was vorbereitet. Mein Bruder hatte das tatsächlich, als Amelia ihr erstes Weihnachten gefeiert hat, auch Rot-Silber. Jetzt möchte sie ja mehr so Blau-Silber wie die Eisprinzessin. Rita, Hallöchen, Dagmar, grüß dich. Kerstin sagt Rot-Gold. Genau, ist halt einfach auch sehr gemütlich. Ich zeige euch aber auch mal die andere Variante. Da habe ich jetzt, die ist natürlich sehr, sehr groß, unten silberne Dekosteine reingegeben und dann auch meine Style-Home-Kerze in Silber. Die ist natürlich auch besonders schön hell und ihr seht, die Flamme hat auch die richtige Größe, um hier bei dem großen Windlicht durchzuscheinen. Rot-Gold sagt Angelika auch, beides sagt Bianca, Andrea auch Rot-Gold. Also, man kann das natürlich machen, wie man möchte. Rot ist auf jeden Fall ganz, ganz klar. Oh, guck mal, hier kann man auch so, dass die Diele ein bisschen durchschauen. Auch schön, oder? Ui. Rot, wie man sieht. Rot, Weihnachtsmütze, Weihnachtsmann in Rot, ganz traditionell. Deswegen wird es im Oktober heute zum Weihnachtsevent sehr, sehr rot. Ne? Also ihr habt ja viel Rosa bei mir gesehen. Es gibt viel auch Weiß und Holztöne, was ich auch sehr mag. Aber heute mal explizit wirklich alles in Rot, Rot-Gold oder Rot-Silber. Rot-Braun vielleicht auch. Kann man auch kombinieren. Die Tanne jetzt mit Lilie. Ach so, ja, Vivi, richtig, genau. Eine Lilientanne.
Hast du gut gesehen. Sehr schön. Vivi schaut übrigens von zu Hause aus mit dem Handy, also wie ihr im Prinzip auch oder je nachdem, wo ihr seid. Hat sich schön gemütlich gemacht, hoffentlich auf der Couch. Das würde ich dir auf jeden Fall gönnen. Und vielleicht hast du dir auch einen schönen Kaffee gemacht oder einen Tee. Vielleicht hast du ja auch schon deine Duftkerze an. Ja, ich habe jetzt hier die kleine oder das ganze Büro von Lars riecht hier auch fantastisch. Also meine Weihnachtshütte, selbstverständlich. Meine Weihnachtshütte. Wobei Vivi hat auch die große Kerze, zeige ich euch mal. Natürlich, damit auch wirklich die ganze Hütte ausgerochen wird. Der tolle Weihnachtsduft, der tatsächlich bei QVC ausverkauft ist, habe ich gesehen, als ich Samstag da war, auf Warteliste. Das heißt, die einzigen Mengen tatsächlich, die wir noch da haben oder die es überhaupt gibt, der Hüttenzauber von Style Your Home in dem 630 Gramm Glas, haben wir für euch für 19,90 € als Aktionsangebot die Woche. Allerdings natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Das muss ich dazu sagen. Und es gibt definitiv nichts nach. Also von QVC ist auch nichts zu erwarten, weil da alles ausverkauft ist. Das heißt, die Überproduktion aus Italien, als ich ja gesagt habe, die dürfen wir haben, die ist auf dem Weg, kam jetzt auch rechtzeitig für unser Weihnachtsevent. Die ist jetzt da, sind nur noch überschaubare Mengen. Deswegen da gerne bevorraten und sich den schönen Duft sichern. Ich habe jetzt hier auch das große goldene Tablett, also den großen goldenen Stern genommen. Auch schon gleich ausverkauft, unser Funkel-Glitzer-Tannenbaum. Den habe ich noch dazugestellt, von der Höhe her auch sehr schön und ein paar Walnüsse. Du kannst aber auch sehr gut den anderen Baum hinstellen, den ihr vielleicht schon habt und euch geschnappt habt für 9,90 €. Guckt mal, sieht sogar noch fast besser aus, weil er ein bisschen größer ist. Lars funkelt, was? Alles gut, nein, du beachtest, gefällt dir auch besser, alles klar. Gut, der Dekohasch im Hintergrund, dem gefällt das noch besser. Ich mag sehr gerne funkeln, ihr wisst das, aber von der Größe her passt tatsächlich auch alles, beides auf das große Sternentablett. Guck mal, wenn du das nämlich aufmachst, so ein bisschen nach vorne, damit man natürlich dieses tolle Design sieht von dem Hüttenzauber. Und dann die. Also die Kerze vor dem großen glitzernden Baum. Das hat ja auch einen gewissen Glitzer auf der Oberfläche, ein bisschen massiver. Ja, also vom Dekohasen Lars gut befunden, von euch vielleicht auch. Dagmar schreibt schon, wow. Jennifer, der Tannenbaum ist so schön, habe ihn auch letztes Jahr geholt. Genau, das war der kleine, den du meinst, ne? Der war ja letztes Jahr super schnell ausverkauft. Den haben wir nochmal wiederbekommen können. Dazu auch den kleinen Vogel, den gibt es ja auch noch mal ein bisschen größer. So hatte ich ihn auch bei QVC auf dem Tisch stehen. Vielleicht habt ihr das gesehen. Passt dann auch sehr, sehr gut, aber da tatsächlich auch leider schon die letzten Mengen. Ich gehe auch gleich mal durch die Hütte, denn die Hütte ist ziemlich schön dekoriert. Die Walnüsse purzeln von hier. Haselnüsse sind keine Walnüsse, sind ja die dicken. Die, sagen wir, die stellen wir mal dahin. So, denn viele haben sich auch unser exklusives Angebot. Ich habe ja gesagt, es wird extra 2 Tage sein, weil heute ist ja der 24. heute eigentlich eben das Weihnachtsevent. Aber Sonntag ist natürlich für viele auch ganz traditionell ein Dekotag, wo man eben seine Lieblingsdeko anschauen kann und shoppen kann. Jetzt war ich gestern nur ganz kurz live morgens und habe euch hingewiesen darauf, dass wir heute eben aus der Hütte senden am 24. um 11 und um 19 Uhr und deswegen das Tagesangebot gestern aber schon freigeschaltet, aber jetzt eben für 2 Tage, gestern und heute, damit es für Weihnachten auch noch bleibt. Das heißt, ihr kriegt 4 der Duftkerzen, aber auch solange der Vorrat reicht natürlich noch, 4 der Duftkerzen und das goldene Tablett für 19,90 €. Das heißt, jede Duftkerze hat hier 170 Gramm. Ach, Telefon. Wer ruft von euch gerade an? Der Lars wird es berichten. Sag liebe Grüße. So, das Kundentelefon ist heute bei Lars. Daran haben wir nicht gedacht. Aber ihr seht, echte Kerzen bei mir, Gabi, ja, in der Tat. Tatsächlich aber nur dann in dem Windlicht im Glas. Man gewöhnt sich an alles. Tatsächlich schon. Ich habe sie auch an, weil sie einfach gut riecht und weil ich natürlich auch noch mal ein besonderes Flair für euch haben möchte und weil ich einfach auch ein gutes Gefühl habe, ein sicheres in den Windlichtern.
Aber Lars passt auch auf. Das ist kein Problem. So, wer war das denn? Instagram. Instagram! Da habe ich mir schon gedacht, dass es keiner von unseren Dekohasen sein kann, der hier anruft. Pass auf, und gleich klingelt das Telefon, Sturm. So, wie witzig. Also, das tatsächlich. Jennifer hat auch heimlich auf Arbeit zugeschaltet. Sehr schön. Ah, hier, grüß dich. Also, ah, das riecht schon so toll. Unser Hüttenzauber, der allerbeste Weihnachtsduft, der nach Glühwein riecht und leckeren Sachen auf dem Weihnachtsmarkt. So dieses richtig wohlige Gefühl. Ein bisschen tatsächlich nach Kirche auch. Also schon auch ein bisschen fruchtig. Ein fruchtiger Weihnachtsmarkt. Und wie so ein schöner Glühwein mit Zimt und Nelken. Einfach fantastisch. Und so haben wir das auch hier auf allen vier Votivkerzen abgebildet. Ich zeige euch das gerne mal. Und die haben eine Brenndauer von 45 Stunden. Guck mal, kann man das hier so oder so ein bisschen schärfer machen von der Kamera? Ja, leicht ist natürlich spiegelverkehrt, das stimmt. Aber damit ihr das Design mal seht, richtig schön oben auch ein Deckelchen drauf, damit man das auch geschützt hat. Und minus 40%, schreibt der Lars. Ich habe hier ein Souffleur. Hat auch nicht jeder. Ist sensationell. Minus 40% ist natürlich heftig, ne? War mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Von dem Tagesangebot, meinst du? Ja. Oh ja, oh, das muss natürlich nochmal dazu gesagt werden. Almut, Hallöchen, Sandra, grüß dich, Elisabeth, Edith. Also die hat man hier schon an, die gibt es natürlich nicht. Ihr kriegt sehr unangezündet, ganz klar. Aber 170 Gramm, viermal. Mit dem Deckelchen ist noch ein bisschen auch geschützt. Und das Ganze pro Kerze, also 45 Stunden Brenndauer hast du pro Kerze. Wir haben das jetzt auch mal bei den anderen Rosa Vanille Paradise Kerzen ausgetestet. Und Vivi sagte eben auch, und ich habe das zu Hause auch festgestellt, wenn man mal bewusst wahrnimmt, wie lange so eine Kerze leuchtet, denkst du, ewig. Also ein Adventskranz hält es sogar tatsächlich aus, dass du sagst, du fängst mit der ersten Kerze an und dann mit der zweiten, mit der dritten, mit der vierten, dass du tatsächlich zu Weihnachten auch noch alle vier Kerzen in einer unterschiedlichen Höhe von der Abbrennvariante, das ist ganz klar. Aber in allen vier Kerzen dastehen hast du, da riecht es aber dann richtig. Aber die Idee war im Prinzip wirklich, ja, duftsatt, eine Glaskerze, 170 Gramm, für eine Woche, für abends wirklich auch lange Stunden, vielleicht schon am Nachmittag, wenn man am Nachmittag nach Hause kommt, die Kerze anmacht und dann jeden Tag, die ganze Woche durch, den tollen, tollen Geruch hat. Und dann hast du immer noch was übrig. Also 45 Stunden ist doch deutlich länger als gedacht. Fand ich auch spannend. Also die hält wirklich sehr, sehr lange, aber das seht ihr ja sicherlich auch von euren anderen Kerzen. Aber das nur für diejenigen, die es mal austesten möchten und die, die vielleicht noch nicht kennen. Der allerbeste Weihnachtsduft. Wer es fruchtig mag und schön Glühwein, diese gemütliche Stimmung, Glühweinbonbons zum Beispiel liebt, der ist genau mit dem Duft richtig. 40% gespart ist heute nur noch das Tagesangebot, solange der Vorrat reicht. Das ist natürlich nochmal heftig. Ansonsten gibt es das Tablett dann nicht mehr, dann wird es nämlich ausverkauft sein. Das ist jetzt hier aktuell nur in dem Set noch mit drin. Und die Kerzen haben wir noch ein paar einzeln, glaube ich. Müssen wir dann nochmal schauen und nachzählen. Dann wären die aber bei 22,90. So, ohne Tablett, nur die Kerzen, 22,90. Heute mit Tablett und den Kerzen 19,90 €. So, das haben wir schon mal gezeigt. Und jetzt geht es weiter in den schönen Dekorationen. Dankeschön, Angelika. Also, ich muss sagen, ach, das ist ja auch sehr, sehr schön. Ich zeige euch halt jetzt mal ganz in Ruhe alle Premieren, die wir neu haben. Hier gehört euch dann nach vorne, darf nämlich glitzern. Nur noch 12 Sets da. Vivis Lieblingszahl. 12, also vom Tagesangebot nehme ich an. Ich werde hier performt sage ich schon, supported heißt es ja so schön im Neudeutsch-Englischen. Denglischen. Supported von Vivi und Lars von allen Seiten kriegen wir hier Updates. Hier fliegen die Nachrichten von oben nach unten. Von Lars kriege ich von hinten die Information. Großartig. Absolute Teamarbeit. Da sei auch schon mal gesagt, ihr dürft euch auch freuen auf noch ein paar Premieren heute Abend. Also heute Abend das Gewinnspiel, noch ein paar Premieren, unser Weihnachtshighlight dann heute Abend.
Freut euch auf jeden Fall drauf. Und ihr wisst ja, einmal am Tag heißt auch nur einmal Versandkosten. Wenn ihr heute euch schon mal sichern möchtet. Lars, guck mal, sehr gut, hat schon alles reingepostet. Fantastisch. Sehr schön. Sehr schön. Das ist großartig, wenn man auch mal in der Woche hier in der Hütte sendet. Da kriegt man noch mehr Specials hier dazu. Sehr schön. Wobei Bibi das ja sonst auch immer macht. Möchte man mal, ne? So erwähnt wissen. Das heißt, hier zum Beispiel wirklich dieses große, schöne Windlicht ist ganz toll. Ich habe voll den Faden verloren, ehrlich gesagt. Irgendwas wollte ich anderes sagen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Zeige euch auf jeden Fall die tollen Premieren heute mit dem großen Windlicht. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Glitzer nach vorne. Also das ist tatsächlich alles dabei. Es ist schon ausdekoriert mit den Sternen und der kleinen Korde mit den Perlen. Hier mit dem Schleichen aus Samt. Und das kann ich euch auch nochmal so rausnehmen, dann seht ihr das besser. Also die gehören natürlich auch nicht mit rein. Kann man richtig mit Tanne, das habe ich zum Beispiel sehr, sehr gerne gemacht, dass man nur ja, so frische Tannenzweige, die man aus dem Garten vielleicht runtergeschnitten hat, reingibt in die Vase. Das ist also eine richtige Vase, wo auch wirklich richtig Wasser rein kann, nicht nur Kunstblumen. Aber schön groß, ihr seht das, die ist ordentlich dick, auch vom Durchmesser oben, so dass man eben gut Tannenzweige reingeben kann. Für den Küchentisch einfach ein, zwei Zweige rein und dann sieht das auch schon schön weihnachtlich aus. Ach, das stand hier, zeige ich euch gleich auch in der Dekoration. Dann mein absolutes Highlight, also nicht nur rot, sondern eben auch rot-gold in dem Fall, habe ich Gold und Braun kombiniert, sind diese Ratten, Schafen, Kerzen. Die zeige ich euch unbedingt auch im Original, dass ihr auch mal einen Eindruck bekommt. Guck mal, draußen ist ja richtig was los. Zum Glück sitzen wir hier in der kuscheligen Hütte. Draußen stürmt, es ist dunkel, die Blätter fliegen. Hey, dann ist es umso schöner hier drin. Ja, 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 genau. Umso schöner hier drin in der Hütte, wo es gemütliches Licht ist, kuschelig, warm. Die Kerzen machen nämlich ordentlich auch Dampf. Also ich muss schon sagen, hier zwei, drei richtige Kerzen an, wird schon wohlig, warm hier. Und dann riecht es aber auch noch so lecker. So, das habe ich dazugestellt, weil ich finde, gerade die schokobraunen Holzhäuser haben nochmal einen schönen Farbtupfer zu den Goldelementen. Und die zeige ich euch jetzt aber auch nochmal ganz in Ruhe. So, ich nehme mal die große. Und überall habe ich hier meinen Kunstschnee. Das ist echt toll, weil gerade bei Tellern, die vielleicht ein bisschen gewölbt sind, kannst du mit Kunstschnee ein bisschen drunter packen und begradigst im Prinzip die Fläche und hast mehr gerade Stellfläche. Und mit dem Schnee sieht es eh noch viel süßer aus. Das sind richtig coole Acrylkerzen. Guck mal. Da muss ich meinen Finger verstecken. Habe ich nämlich gerade noch auf die Schnelle den Nagellack drauf gemacht, weil ich dachte, oh, das sieht nicht so gut aus. Jetzt sieht es noch schlimmer aus als vorher. Also, guckt lieber die Deko an, die ist schöner. Finde ich eine ganz, ganz coole Ganzjahreskerze, übrigens für Musikfreunde. Weil das war so meine Assoziation. Sagt mal, ob ihr das auch so seht. So, Anke, guck mal, Gisela, Anke schreibt so, Gisela, guck mal. Ja, also, weißt du Bescheid. Guck, bei Gabi ist es auch richtig windig draußen, alles klar. Meine liebe Bianca. Wo scheint die Sonne? Bei der Gabi und bei Gabi und Dagmar scheint die Sonne. Na, das ist auch in Ordnung. Sei euch gegönnt. Sei euch gegönnt. Was sagst du? Fahren wir doch dahin. Fahren wir dahin. Nee, hier ist einfach das Gemütliche. Gemütlich ist es hier. Ja, genau. Ilona schreibt auch, da ist Sonnenschein. Guck mal, so unterschiedlich kann es sein. Aber für uns natürlich und für mein Feeling ideal, fühle ich mich noch wohler hier in der kuscheligen Hütte und noch gemütlicher. Angela, 20 Grad. Überall noch nicht bei uns, oder was ist hier los? Ja, die haben sich gedacht, da draußen der Wetter... Frosch hat sich gedacht, nee, die machen hier Weihnachten, dann geben wir mal ein bisschen Weihnachtsstimmung bei von draußen. Wie auch immer. Aber übrigens, wenn die Sonne scheint fürs Fensterbrett, sind natürlich Acrylkerzen auch ideal, weil sie absolut formstabil bleiben. Und das ist natürlich auch was gut ist, gerade wenn man vielleicht auch Fensterbretter von unten die Heizung hat, wo es ein bisschen Wärme hochkommt.
dann hat man hier was, was absolut sicher und stabil steht. Das ist auch wichtig, was aber auch nochmal einen tollen Glanz hat, weil innen drin, Acryl ist ja komplett hier durchsichtig, sieht aus wie Glas. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also sieht aus wie Glas, das ist der große Vorteil von gut gemachtem Acryl. Du hast hier diese Wachsnasen, sieht aus wie Glastropfen, also ganz, ganz bezaubernd. Ich habe mich richtig in die verliebt, also ich war ganz, ganz scharf auf die. Als die Lars gesehen hat, wir waren nämlich zusammen unterwegs, sagte er, ah, das ist aber schon Stefanie, das sehe ich schon. Und da hat er natürlich recht gehabt. Also das ist wirklich das, was ich sehr, sehr mag, weil es ist verspielt. Du hast diese schönen Schnörkelelemente in Gold. Ich habe hier viel Glitzer, die Tropfen, die aussehen wie Glastropfen, oben nochmal ganz fein. Und das ist schon auch ein Aufwand. Es ist ja auch wie Glas, wird Acryl ja auch verarbeitet im heißen Zustand, damit du es dann eben so tropfenförmig machen kannst oder hier so einen Schwung reinbekommst. Und in diesem Schwung, seht ihr das, da leuchtet auch die LED von unten durch. Acryl hat nochmal einen riesen Vorteil. Es leitet das Licht extrem gut. Das heißt, die Kerze ist im Ganzen komplett ausgeleuchtet und du hast oben aber auch nochmal, seht ihr das? Und da ist gar keine LED drin, sondern wenn sie aus ist, guck mal, wenn sie aus ist, sieht sie halt wirklich ganz, ganz edel und fein aus. Eben wie aus Glas hier oben, leicht angeschrägt. Ich habe auch nicht viel, weil sie ganz besonders sind, aber wer es eben genauso gerne so besonders haben möchte, der sei herzlich eingeladen, das auszuprobieren. Du hast natürlich eine Zeitschaltuhr. In dem Fall kommen 3 AAA-Batterien rein. Zeitschaltuhr von 6 Stunden ist auch dabei und dann leuchtet das nämlich bis hier oben hin auch eben wie so eine kleine Flamme in diesem tollen Schwung und überall nochmal diese Glitzerornamente. Also innen drin so eine Glitzerfolie und außen nochmal bemalt in diesem Gold, in diesen Verzierungen. Schnörkelelemente würde die Karin ja sagen. Schnörkelelemente, ich finde, die haben so ein bisschen was hier gerade so von einer Musiknote, von so einer Note. Wisst ihr? Ja? Lars? Ja. Ganz ehrlich, ich finde die ganz süß, wenn man so Musik findet, wenn man das so am Klavier hat oder wenn man so ne, Geige, mein Patenkind macht ja oder spielt ja Klarinette. Ich hatte jetzt am Samstag auch tatsächlich nochmal eine nicht Probe, sondern wie eine Art Test im Prinzip. Ich glaube, sie kriegt dann so ein Zertifikat, dass sie dann erprobter Klarinettenspieler ist. Schon spannend. Also finde ich ja ganz, ganz cool. Notenschlüssel, Tina, genau so. Genau hier. Notenschlüssel, du hast so recht. Du hast so recht. Vielen Dank. So, Anke, denke ich mir, dass ihr das auch gut gefällt. Die gibt es in 2 Größen. Ich habe sie auch gerne hier als Zweierset eindekoriert. Die ganz große ist von hinten nach vorne leicht angeschrägt. Tatsächlich, ach, das sieht doch mal toll aus, weil hinten in dem Acryl, aber das siehst du, glaube ich, erst wenn du, doch, ne? Weil die Glitzerfolie spiegelt sich auch in dem Acryl oben wieder. Das sieht aus wie so ein Rainbow-Effekt, hat ja die Glitzerfolie auch, die hat auch so ein Rainbow-Special. Und das leitet wirklich so toll das Licht. Und die mittlere hat im Prinzip links und rechts die Erhöhung, die kannst du da verschieden stellen. Und so sehen die eigentlich zu zweit auch extrem schön aus, wenn man das mag. Und so habe ich es auch dekoriert. Und dann eben als Highlight noch die dunklen Schokoladenholzhäuser dazu, weil die dann das Ganze nochmal besonders hervorheben, finde ich. Den haben wir auch noch nicht online, glaube ich, ne Lars? Der kommt heute wahrscheinlich. Unser Zweig. Ja, wahrscheinlich. Wir geben uns Mühe. Montag ist natürlich immer so speziell, da laufen auch viele Sachen aus dem Wochenende auf, die wir natürlich abarbeiten für euch, damit das alles auch zügig über die Bühne geht. Aber ich habe euch ja versprochen, ein paar Highlights wird es heute Abend noch geben. Jan geschrieben, die Kerze glitzert und funkelt. So traumhaft. Ja, das denke ich auch. Also gleich geht es durch die Hütte, meine Lieben. Das ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und dann zeige ich euch noch, was ich so dekoriert habe. Das ist alles ganz, ganz schnuckelig. Hier hinten seht ihr ja auch nochmal genau das goldene Tablett mit nur 2 der Votivkerzen und dann nochmal die Vase dekoriert auch mit einem neuen Weihnachtsstern, Christstern.
Danke, Karin. Den wollte ich euch unbedingt auch zeigen, weil der ist wirklich riesengroß. Das seht ihr. Also größer als mein Kopf. Kann ich mich drunter verstecken. Aber die Zipfelmütze seht ihr noch, ne? Auch ein gutes Design. Also hier gerne die Kombination auch mit diesem tollen, da haben wir auch nur ganz wenig, samtig großen Weihnachtsstern, riesengroß, Gold nochmal mit Glitzer ummantelt. In der Mitte gibt es auch schön Funkelelemente. Ich habe das jetzt kombiniert mit dem schönen schneebedeckten Baumwollzweig, habe davon hier jetzt zwei Stück drin, einmal ein bisschen größer gelassen, einmal ein bisschen kleiner gesteckt und den Tannenkranz. Ey, so, Stern nach vorne. Aber siehst du auch, du kannst natürlich auch den Holzstern so rumlassen. Auch nicht verkehrt, aber auf der anderen Seite glitzert es nochmal, so gehört er eigentlich. Ne? Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz tolles Weihnachtsarrangement. Also, wie gesagt, die große Vase, dann der Weihnachtsstern, zwei Stück von den schneebedeckten Baumwollzweig. Da ist sogar noch Schild dran. Und also ne, einen großen und einen kleinen, also beziehungsweise den habe ich einfach eingebogen und den Tannenzweig. Fand ich das ganz süß. Stelle ich wieder hier hin auf meinen goldenen Teller. Denn gerade die Vase mit dem goldenen Teller, ihr seht das hier schon, passt halt perfekt. Das habe ich mir so gedacht und deswegen auch so arrangiert. Und das gibt es ja, also es sind ja tatsächlich auch verschiedene Firmen, also von mir so kombiniert, weil ich gesehen habe, das und das und das, das passt genau zusammen. Und so wollte ich das dann gerne stehen haben. Also ein Tablett immer mit einer schönen großen Vase und dann vielleicht die Duftkerzen dazu, finde ich ein ganz tolles Arrangement, was auf jeden Fall immer geht. Und dann zeige ich euch. Aber wobei, das kann ich auch vorne zeigen, dann muss ich es gar nicht jetzt rumrücken, dann gehen wir mal eine Runde durch die Hütte. Alles klar, Lars? Alles läuft. Alles läuft. Wunderbar. Da ist hier nochmal das Produkt großer Christstern reingesetzt. Ja, das ist lieb, Dankeschön. Na, dann gehen wir mal durch die Hütte, ihr Lieben, oder? Freut euch schon drauf? Ho, ho, ho. Dann nehme ich euch mal aus der Halterung raus und drehe euch mal um. Und jetzt schleiche ich mich mal hier langsam mit meinem Kabel aus der Hütte raus. Und jetzt geht's los. So, jetzt gucken wir doch uns mal ganz genau die Hütte an. Also hier fand ich auch schon mal schön, da seht ihr auch ein gutes Größenverhältnis zu der Kutsche mit dem großen Christstern, Weihnachtsstern, dem tollen Glanz in Samt und den goldenen champagnerfarbenen Elementen ringsherum. Auch extrem schön und märchenhaft finde ich bei der Kutsche. So, noch vier Sets vom Tag da. Vivi sagt auch schon Tag, also vom Tagesangebot. Genau, brauche ich nicht so lange lesen. Dankeschön, Vivi, für die Information. Noch vier Sets mit dem goldenen Teller. Und den könnt ihr ja, wie gesagt, auch nochmal anders verwenden. Auch mit der Vase, vielleicht nur zwei Kerzen, weil er sagt, die anderen zwei verschenkt ihr und habt ein schönes Nikolausi. Zum Beispiel, ich werde ja auch dieses Jahr, wie schon Bescheid gesagt, zum Wichteln jedem eine dieser Duftkerzen geben. Es ist was ganz Besonderes. Ich finde das einen tollen Weihnachtsduft. Es sind die, ja, die einzigen Mengen, die es überhaupt gab. Also das wurde einmal produziert und gibt es so erstmal nicht wieder. Und deswegen, auch das goldene Tablett wird dann ausverkauft sein. Nutzt das gerne. Was man auch noch kombinieren kann, eben zu dem Thema Rot, das ist übrigens die ganz große 15 cm Kugel in Rot, finde ich auch schön mit dem Karamell. Das ist übrigens die 12 cm, nee, 10, 10, 10. Kleinere Kugel. Dann habt ihr ja hier die tollen Pilze schon gesehen. Guck mal, die haben nämlich auch einen samtigen, feinen Glitzerglanz. Glitzerglanz ist auch schön doppelt gemoppelt. Unten Mahagoniholz als Fuß und oben dann seht ihr das, aber wenn ich ein bisschen weiter weggehe, funkelt das auch und glitzert das auch noch mal, wenn so Licht drauf kommt. Finde ich toll, da gehört noch der große mit dazu.
Das ist der große. Fürs Größenverhältnis seht ihr das mit dem Motivglas 170 Gramm, also Glaskerze. So, Tina, bis heute Abend, genau. Dankeschön fürs Zuschauen. Also das könnte man auch nochmal schön zusammen dekorieren. Und dann haben wir ja genau die tollen Samtsterne als Faltsterne dazu. Den 20 und, also 15 habe ich glaube ich hingeschrieben, Zentimeter. Und 20 cm zum Hängen. Hier nochmal auch, da gehen wir auch schon die ganz engen Schritte zum Ausverkauf, was unser Lebkuchen Häuserfront anbelangt. Die ist ja beleuchtet, da ist hier hinten das Batteriefach. Übrigens Outdoor geeignet. Ne, in dieser Rostoptik, Batteriefach ist Outdoor geeignet, die Lichterkette ist geschützt und beleuchtet dann hinten die komplette Häuserfront. Ist alles zusammenklappbar, dann hat man da wenig Platzaufwand, wenn man es nachher verstaut. Und hier sind natürlich noch die ganzen Schneemänner, die kleinen Bäumchen dazu. Und nochmal das schöne Windlicht. Guck mal, hier guckt der Schneemann hoch zu dem Dekozweig. Alles finde ich ganz niedlich. Habe ich große Freude dran. Gefällt mir gut. Auch natürlich richtig edel und elegant die Kombination. Eben Rot-Gold mit den Tannenbäumen, mit den Windlichtern, die ja auch nochmal die goldenen Elemente unten haben. Das glitzert und funkelt natürlich ordentlich, was das Zeug hält. Die Spieluhr. Guck mal auch nochmal. Warte. Drehen, drehen, drehen. So. Können wir auch noch ein bisschen Weihnachtsstimmung machen. So. Hier habe ich auch den großen. Ah ja, warte, wir wollen mal ein bisschen mehr drehen. Warte. So. So. Und dann kann das Karussell sich drehen, wie das sich gehört zu Weihnachten. Ein nostalgisches, schönes Karussell in Rot, in Gold, mit den Pferden. Also so. Wie ich das auch kenne, wie meine Kindheitserinnerungen sind. Wir hatten ja in Leipzig vor der Thomaskirche immer ganz traditionell, gar nicht Quatsch, Nikolaikirche, Quatsch, Nikolaikirche in Leipzig. Da steht nämlich immer das schöne nostalgische Karussell. Und guck mal, wie schön dann aber auch, wenn oben die Kugeln runterhängen mit den Sternen, die leuchten, in der Zeitschaltuhr, der Tannenbaum auch so ein bisschen in Gold, gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Die Windlichter und die Schneemänner, ein bisschen Kunstschnee noch dazu. Also, ich muss sagen, das gefällt mir einfach schon gut. Das gefällt mir gut, das ist liebevoll, das ist traditionell, das ist warm. Das gibt einfach ein schönes, edles Design und ein schönes, warmes Gefühl zu Hause, wenn man das so zusammen dekoriert in diesen traditionellen Farben. Oh ja, die Sterne gehen dann so ein bisschen in den Bärenton. Kann man aber gut kombinieren. Und hier haben wir jetzt die neuen Windlichter, die ich euch auch empfehle. Warte mal, hier ist das Teelicht ist eh aus. Du hast extra Neues reingetan. Warte mal. Das ist aber mit einer Hand blöd. So. Warte. Ich wups dich. Ja, das ist lieb, danke. Ich bin jetzt aber auch schon fertig. Achso, ich wollte eigentlich zeigen hier den Hüttenzauber, dass man den hier nämlich genau reingeben kann. Also meine Empfehlung, ja auch ein Windlicht, wenn ihr noch ein bisschen Design haben möchtet, dann das mit dem Hüttenzauber hier in den Größen zu nehmen. Das ist schon das Kleinste, das Größere, da passt es ja auch allemal rein, dass ihr dann, ja, so, das auch gerne nochmal designmäßig hier mit den Windlichtern in Rot-Weiß kombinieren könnt. Ringsherum ein weißer Winterwald, das kommt natürlich bei dem roten Glas nochmal extrem gut hervor. Simone sagte vor uns auch, die ist ja ganz fleißig an der Packstraße, sagte, sie liebt in der traditionellen Weihnachtsdekoration Rot und Weiß. Weil ich sagte, ich mache jetzt heute Gold, Rot und Gold mag ich ja sehr. Und die sagt, ah, Rot-Weiß ist so meins. Habe ich ja auch gleich die neuen Windlichter gezeigt, die sie dann auch fleißig packen wird. Warte mal, ich setze das hier wieder rein. Zack. So. Das Teelicht. Was aber auch hier sehr gut reinpasst, ist natürlich ein XXL-Duftteelicht, aber auch die kleinsten oder eben dann auch der Hüttenzauber.
Hier habe ich die LED-Kerze in 9,5 cm ausverkauft, sagt die Vivi. Na, dann kümmern wir uns gleich mal drum, dass wir zumindest das Vierer-Set ohne den Teller für 19,90 Euro anbieten können heute. Und dann wird es auf 22,90 Euro hochgesetzt. Also der goldene Teller ist dann auch schon ausverkauft mit dem Tagesangebot. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Ihr werdet den allerbesten Weihnachtsduft haben und dann noch das schöne Dekotablett. Wir werden aber gleich noch die restlichen Kerzen, die wir haben, und dann ist es tatsächlich auch wirklich Ente Aliente, heißt so schön. Wenn die dann ausverkauft sind, dann wird es auch gar keinen Hüttenzauber mehr geben, was ich total schade finde. Und ich muss gleich schnell sein, dass ich mir meine Sachen für die Geschenke schon sichere. Nicht, dass ich nachher alles ausverkauft habe und selber auf dem Trocknen sitze. Das wäre ärgerlich, denn das ist einfach der tollste Weihnachtsduft. Hier in Rot-Weiß. Was auch noch kommt, kleine Vorschau auch auf heute Abend. Natürlich die passende Decke in Gold. Passt extrem gut übrigens zu unserem Snowy Vanilla, also den Glitzereffekt von den großen XXL-Skulpturen. Seht ihr das ganz gut? Genau. Online. Was ist online? Das Vierer-Set. Das Vierer-Set-Kerzen? Hat die Bibi oder du gemacht? Du warst es. Der Lars war so schnell und hat euch die Kerzen als Vierer-Set auf jeden Fall wieder online gesetzt. Dankeschön dafür. So, also das wollte ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen, damit ihr das schon auch gesehen habt. Das passt nämlich genau zu diesem, auch wenn ihr die Vase habt, die Vase in Snowy Vanilla, das ist die perfekte Tischdecke dazu. Toll, guckt mal hier mit den Pailletten und dem Garn, goldenen Glitzergarn gemacht. Ich zeige euch das mal im Weiten. Jo, finde ich das schön. Ach, geht mir das Herz auf. Bis heute Abend auf jeden Fall, sag mal ganz genau, 19 Uhr. Zeige ich euch noch mal ein paar Highlights und jetzt noch kurz ein bisschen durch die Hütte. So, hier stellen wir dich wieder hin. Da hinten ist die Vase. Gold ist natürlich auch noch mal eine der wenigen großen Glaskerzen mit dem Wackeldackeldocht. Habe ich einmal auch vor den großen Tannenbaum für 9,90 Euro gesetzt, damit ihr auch seht vom Größenverhältnis. Das ist übrigens eine Spieluhr, Spieluhr und Licht. Passt aber zu den Holzhäusern auch sehr schön. Bei dem weißen Holztablett, das haben wir auf jeden Fall auch noch. Hier ist nochmal die schöne Acrylkerze. Was auch ganz süß ist, hat nicht mehr auf den Tisch gepasst, deswegen wurde es jetzt zur Bodendekoration. Unser großer Keksteller mit den Sternen, der große Keksteller. Und dann diese große XXL-Kugel auch in Weiß-Gold. Und da passt natürlich schön der goldene Tannenbaum mit den Sternen hin, weil die Sterne sich hier wiederfinden. Hier unten haben wir noch, guck mal, den Tiziano-Engel in der Goldschale. Finde ich übrigens auch ganz süß, weil das sich nochmal aufgreift und der irgendwie so aussieht, als würde er so auf dem Blatt schwimmen. Also fand ich total niedlich. Wollte ich euch unbedingt auch mit zeigen. Dann habe ich genau, hier habe ich angebaut. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Der schöne Glastannenbaum, der hier in 3D schön gemacht ist, innen mit der Mini-Lechterkette. Dazu einmal von der Größe her den kleinen Schneemann und der große, der einmal hochguckt. Hui, wie groß ist denn der Tannenbaum? So, Bianca, man kommt aus den Staunen und Bewundern nicht mehr raus. Dankeschön, meine Liebe. Also das finde ich auch ganz süß, wenn es so ein bisschen eher so auch weiß-rot sein darf. Ist das so meine Idee. Jetzt gehe ich mal hier noch hin und zeige euch gerne nochmal die Kombination auch mit dem großen XXL-Windlicht. In der mittleren Kugel, die gibt es ja auch nochmal noch in kleiner. Und hier habe ich zum Beispiel mal, so, das ist gerade in das Windlicht mit der Winterlandschaft, was so beschneit ist, mal die karamellfarbene Kerze reingegeben, weil die ja jetzt hier zu der Christrose mit dem Lutersack auch ganz gut passt vom Optischen her.
So, und jetzt gehe ich noch mal hier so ein bisschen nach hinten und zeige euch meine gemütliche Weihnachtshütte. So, welche Batterien, wo meinst du denn, liebe Karin? Meinst du in dem Tannenbaum vielleicht? Bitte. Ich nehme es mal in die Hand. So, drei AAA-Batterien. Drei AAA-Batterien, wenn du den meinst. Ansonsten sag gerne nochmal Bescheid. Das rot-goldene Windlicht ist das da. Rot-goldene. Also es gibt ja. Warte mal ganz kurz. Also das ist ja nicht rot-gold, ne? Das ist ja nur rot. Ach, das, oder das meinst du bestimmt. Das große. Also das ist ja das ganz große. Es gibt es ja auch noch eine Nummer kleiner. Das sind, soweit ich weiß. Aber warte. Ach, guck mal. So, habe ich drei AA-Batterien. Drei AA-Batterien, aber auch eine Zeitschaltuhr. So, die gibt es, das ist die ganz große Variante, gibt es noch eine Nummer kleiner. Kann man hier auch nochmal gut zusammenstellen. Ach, guck mal da, genau, leuchtet schön die Kerze raus mit dem Windlicht. Auch praktisch, hier oben einfach nur draufgestellt, war gut Platz, aber irgendwie auch lustig. So, sehr schön, dann haben wir das auch. Drei AA-Batterien, wie gesagt, in zwei verschiedenen Größen. Und dann gucke ich mal, was ich jetzt für euch noch so zaubern kann mit dem Lars zusammen bis heute Abend. Und gehe mal wieder in die Hütte rein. Stolper. So, eine kleine Weihnachtshütte. Ja, da oben ist ja offen. So, gucken wir mal hier so in die Ecke. Genau, auch schön. Schau, wie schön. Ja, also heute Abend 19 Uhr. Feiern wir also Heiligabend. Ja, da gibt es also die Verlosung auch von unseren ganzen Bestellungen aus dem letzten Monat, immer vom 22. bis zum 21. ganz genau. Und da gibt es den 50 € Einkaufsgutschein, das wird heute Abend 19 Uhr verlost. Dann gibt es noch ein paar Highlights natürlich zu Weihnachten, ist ja klar, ein paar Besonderheiten. Und ich dekoriere auch noch mal ein bisschen für euch um und zeige euch noch ein paar schöne Dekoteller, denke ich. Macht mir auf jeden Fall Laune. Bis heute Abend, liebe Angela, genau. Du meinst den durchsichtigen Weihnachtsbaum? Haben wir ja gezeigt, genau, drei AAA-Batterien. Alles klar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach. Kann ich euch heute Abend vielleicht auch noch das eine oder andere zeigen? Mache ich natürlich gerne. 19 Uhr sehen wir uns, sag mal ganz genau. So. Okay, Gabi. Heute Abend in Ruhe zu Hause, würde ich sagen, ne? So, das gibt es in Rot, Silber und Rot-Gold. Du meinst das Runde? Das hier? Gibt es ja ein. Also rot klar, also ist ja Rot-Silber innen drin. Also innen drin Silber, außen Rot. Meinst du das? Gibt es in zwei Größen. Und dann kannst du natürlich, wenn du innen drin goldene Dekosteine reingibst und Elemente, dann leuchtet das natürlich vom Reflex her Gold. Ansonsten gibt es die nur in Rot und innen drin sind die Silber. Oder steht auf dem Schlauch. Ich glaube nicht, oder? Sag gerne sonst nochmal Bescheid. Ja, genau, sagte Kerstin. In zwei Größen, aber innen drin immer Silber. Und die haben keine Beleuchtung, sondern das sind Windlichter, in denen ich selber was reingebe. Also da ist unten jetzt nichts zum Anknipsen, sondern du gibst da selber deine Kerzen rein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Style Home Kerze drin. Die passt von der Größe auch so, dass sie durch den großen Tannenbaum gut rausleuchtet. Ich habe aber auch hier in dem kleineren das so ein XXL Duft-Teelicht drin. Guck mal, warte. Jongliere. Und das kann hier nämlich auch so schön rausleuchten. Vielleicht sieht es deswegen auch ein bisschen goldener aus. Liegt aber daran, dass ich unten, guck mal hier, goldene Dekosteine drin habe. Und die Kerze in Vanille, die auch nochmal
ganz warmes Licht abgibt und das sieht dann wahrscheinlich golden aus, ist aber tatsächlich innen drin auch Silber, nur sehr ja, reflektierend. So ist es ein kleines Chamäleon und passt sich dem an, wie du das gerne dekorieren möchtest. Und Lars hat auch schon das Windlicht reingepostet. Großartig. Ein schönes Zusammenspiel. Gefällt mir gut. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen sehr schönen Start in die Woche. Ne? Der Hüttenzauber geht auch rein. Monika, und zwar die 170 Gramm Gläser. Die gehen auf jeden Fall rein. Das große geht sogar, das ganz große Glas rein. Ja, tatsächlich. Ach, da steht es auch nochmal. Guck mal, dieses Windlicht hier. Das werde ich mit dem Hüttenzauber, zeige ich dir. Dafür sind wir ja live und dafür sind wir ja da. Genau, das ist jetzt das kleinere. Und da packe ich mal so das Windlicht mit dem Hüttenzauber, schalte es mal fest rein. Das heißt, guck mal, das sieht, ist ja von der Größe her wie die Style Home Kerze auch. Ist natürlich nochmal schön, weil es innen drin rot ist. Coole Idee im Übrigen. Super Idee. Dann hast du nochmal die rote Kerze innen drin. Und ich würde mal sagen, so 2,5 cm nach unten hin noch Platz bis zum Glas. Passt also hervorragend. Haben wir doch gleich schon mal eruiert. Super Sache. Bibi schreibt schon, die kleinen Gläser passen. Haben wir doch schon ausprobiert. Und so können wir das gerne auch nochmal machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne. Ansonsten schauen wir mal, was wir uns, danke Monika, für euch heute Abend noch Besonderes überlegen können. Ihr wisst, ihr könnt entspannt sein, wenn ihr heute Abend noch was findet, bezahlt ihr nur einmal die Versandkosten. Die werden zwar erstmal auf der Rechnung aufgeführt, wir buchen euch die aber händisch zurück. Das ist sonst zwar anders nicht machbar vom System her aktuell, aber die Zeit nehmen wir uns gerne und ihr wisst ja, das machen wir schon sehr lange so und es funktioniert immer tadellos. So, ah ja, kleiner Hinweis, der cool, bei der zweiten Bestellung in Kommentarzeile heute schon gekauft, dann geht es noch schneller und noch einfacher. Ja, ansonsten, ho 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 und bis heute Abend, zum Heiligabend. Ciao.